Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon im Stall und ich wollte euch heute wieder mal ein bisschen mitnehmen. Leider habe ich meine Reithose zu Hause vergessen, das heißt, ich kann jetzt nicht reiten. Aber dadurch, dass ich immer noch ein bisschen erkältet bin, oder ziemlich erkältet bin, ist es auch nicht so schlimm. Und ich muss mir das Espresso jetzt erstmal von der Koppel holen und ich sehe, dass er schon auf mich wartet. Hey! Na? Wartest du schon auf mich? Na, ihr zwei? Huch! Ja, da ist der Apfel gerade runtergefallen. Ja, noch ein Stück für den Lu, oder? Ja. So. Wer kennt ihn nicht, diesen Drang, direkt in jeden Grashalm reinzubeißen? Kommst du ja auch nicht von der Koppel, ne? Musst du draußen direkt weiter fressen, Espresso. Ich habe letzte Woche ein Futterpaket von Zovio, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so ausspricht, zugeschickt bekommen mit Futtersachen zum Testen und wollte euch mal ganz kurz zeigen, was in dem Paket drin war. Espresso ist immer ein bisschen schnäubig, wenn es um Müsli, Futter, Mesh oder irgendwas geht. Und ja. Deshalb werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Im Paket enthalten war zum einen ein Sack Mesh von Sant Hypolyt. Hypolyt, ach Gott, ich habe es heute nicht so mit der Aussprache. Auf jeden Fall ein Sack Mesh. Außerdem eine Tüte Banane Vanilleleckerlis von Happy Horse. Und ein Eimer Mineralfutter von Josera. Von dem Mineralfutter gebe ich dem Espresso eigentlich nach dem Reiten immer was. Aber dadurch, dass ich heute nicht reite, lasse ich das. Aber dafür werde ich heute mal Mesh für ihn machen. Und da der Sack ziemlich groß ist und ich den nicht immer offen stehen lassen möchte, werde ich mir davon ein bisschen was in einen kleinen Eimer füllen, damit ich da einfach immer besser dran komme. Pro 100 Kilo Körpergewicht soll man so ungefähr zwischen 70 und 200 Gramm Mesh mit der doppelten Menge an Wasser anmischen. Und ja, da nehme ich mir jetzt erstmal eine Portion. So, jetzt noch ein Deckel drauf und dann zieht es halt einfach ein bisschen länger, bleibt auch ein bisschen länger warm und dann kriegt er das nach der Bewegung. Na, Espresso, was sagt deine Motivation heute? Super mit dem Wind auf jeden Fall, weil ich den ganzen Dreck abkriege. Ich muss mal anders putzen. Bei Zovio gibt es natürlich nicht nur Pferdefutter, sondern auch Hundefutter und Futter für andere Haustiere oder Tiere. Und falls ihr weitere Infos dazu haben wollt, könnt ihr gerne mal in der Infobox schauen. Da habe ich euch den Link verlinkt, den Link reingeschrieben. Ja. Oh Mann, ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein langweiliges Video, weil wir heute einfach nicht so viel Spannendes machen. Der Espresso. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall ein bisschen einfach nur an die Longe hängen und Larifari laufen lassen. Es ist halt nicht jeden Tag im Stall so, dass man irgendwie, dass man richtig reitet und ganz viel Besonderes macht. Es gibt halt auch so entspannte Kuscheltage oder Verwöhntage. Ne? Sollte heute ein Kuschel- und Verwöhntag werden. Wir gehen jetzt erstmal noch ein Ründchen auf dem Fahrradweg spazieren, um uns warm zu laufen. Espresso konnte natürlich nicht an ein bisschen Grünzeug vorbei, weil er auch so verhungert ist. Und ja, dann werden wir mal gucken, wo ein Plätzchen frei ist, zum einfach nur locker longieren, bewegen, Flo. Hat die Kamera entdeckt. Seht ihr diese Motivation? Espresso schläft gleich ein. Oh ja. Auf geht's! Los, Motivation! Oder auch nicht.
Ich glaube, der will sich hinlegen, aber der Boden ist mir viel zu nass. Der Espresso schläft und schläft halt so vor sich hin. Deshalb zeige ich euch jetzt auch gar nicht so viel davon, weil das ist halt nicht so spannend. Und ich lasse ihn ja wirklich einfach nur mal so ein bisschen an der Longe laufen, dass er sich bewegt bei dem warmen Wetter. Jetzt hat der Espresso doch noch ein bisschen die Motivation gefunden und hebt ein bisschen die Hufe, komm, hier ab. Und läuft nicht mehr ganz so wie eine Schlaftablette. Yummy, yummy, yummy. Der Espresso wartet doch schon auf sein Essen. Wartest du schon auf dein Essen? Hm, ich glaube, er freut sich schon. Na, wartest du schon, ha? Huh? Magst du nicht? Magst du das nicht? Oh, jedes Pferd mag Mesh. Also das Pferd, ne, wenn der jetzt kein Mesh mag, doch, ich glaube schon. Hier, ich mag das jetzt aber nicht festhalten. Nicht auf mich, Schwein. Lecker, Schmecker. Jetzt warte ich, bis der Espresso sein Mesh fertig gegessen hat. Dann schnappe ich mir jetzt noch ein paar Leckerlis. Der Espresso wird noch geduscht, das Paddock wird noch abgeäppelt und dann bin ich fertig für heute und werde den Tag irgendwie entspannt verbringen. So, jetzt gibt es für euch noch Leckerlis. Ich habe aber nur eine Hand. Hier, eins für dich, Espresso, und eins für dich, du. Ich habe noch zwei Stück. Wartet. Wartet. Noch eins für den Espresso und noch eins für den Lou. So. So, die beiden entspannen jetzt den ganzen Tag, den restlichen Tag noch auf dem Paddock und ich fahre jetzt nach Hause. Ich hoffe, dass euch das kleine Video gefallen hat. Es war vielleicht ein bisschen langweilig. Hallo? Aber ja, es ist halt nicht jeder Tag. Total. Danke. Sehr nett, dass ihr mich jetzt noch einsifft, kurz bevor ich heimfahre. Und von vorne werde ich schon angesabbert. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Und bis zum nächsten Video. Hallo. Hallo. Was macht? Ihr seid so lustig. Die sind so süß. So, ich gehe jetzt aber.